Ja, Peter Krauskopf kommt aus Berlin und hat bei mir in München in meiner Galerie seit über 15 Jahren schon viele, sehr viele Ausstellungen gemacht. Und ich kann mich daran gut erinnern, das war ein bisschen lustig. Der kam hier mit seinem uralten Berliner verrosteten Mercedes zu mir auf Empfehlung von einem bekannten Museumsdirektor, um mir seine Bilder zu zeigen. Aber wie es so passierte, der Motor platzte genau vor der Einfahrt meiner Galerie und eine riesige grüne Öllache lag da vor uns beiden. Wir konnten gar nicht mehr ins Haus rein und zurück, also habe ich mir seine Bilder in dem großen Kofferraum angeschaut und die Bilder, tolle Ölgemälde, das war ja schon dasselbe, wie es auf dem Boden war, das haben wir natürlich drüber uns kaputt gelacht und von Anfang an waren wir ein Herz und eine Seele und seit dieser Zeit arbeiten wir als gute Freunde zusammen. Seit Jahren schon begeistert Peter Krauskopf mit seinem kreativen Drang, seinen neuen Bildschöpfungen und überraschenden Werkgruppen. So auch jetzt bei diesen neueren Arbeiten, diese applizierten, pastosen Farblinien und Farbkreuzungen, die auf Bildflächen gesetzt werden, die eigentlich schon fertig gemalt sind. Ein frischer Gestus innerhalb der abstrakten Bildwelt des Peter Krauskopf.